Und über die Ergebnisse des Gipfels möchte ich jetzt mit unserem Korrespondenten in Brüssel, so ist es richtig, Christoph Nüsse sprechen. Christoph, Anfang der Woche hatte Bundeskanzlerin Merkel die EU davor gewarnt, die Zukunft Europas aufs Spiel zu setzen. Hat die Union da jetzt gerade noch mal die Kurve gekriegt? Ja, das kann man wirklich sagen, gerade noch mal eben. Die Kanzlerin hat gestern, oder man muss ja sagen, heute früh auf ihrer Pressekonferenz gesagt, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht oder haben bemüht, uns unsere Hausaufgaben zu machen. Ich würde mal sagen, ein bisschen verspätet abgegeben, denn die Flüchtlingskrise ist ja nicht erst eine Sache des September 2015. Wir haben schon vorher viele, viele Flüchtlinge, die beispielsweise in Italien, in Griechenland angekommen sind. Und jetzt fängt man an, darüber grundsätzlich zu sprechen. Aber die eine Seite ist, wie man intern in Europa mit den Flüchtlingen umgeht. Die andere Sache ist eben, wie man verhindert, dass überhaupt so viele Menschen sich auf den Weg machen. Und da gibt es jetzt nun wirklich Gipfelbeschlüsse, die sinnvoll sind. Man will unterstützen, beispielsweise die Türkei, in der ja große Flüchtlingslager sind, in der das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen sagt, wir haben zu wenig Geld, um die Flüchtlinge vernünftig zu ernähren. Dass man das überhaupt nicht mitbekommen hat, ist schon eigentlich ganz erstaunlich. Aber da wird jetzt nun 1 Milliarde Euro bereitgestellt und man will auch mit anderen Nachbarstaaten Syriens verhandeln, dass man die unterstützt, beispielsweise den Libanon, beispielsweise Jordanien, denn da sind ja auch sehr viele Flüchtlinge. Also über den außenpolitischen Teil des Themas, die Flucht Ursachen bekämpfen. Da ist man gestern vielleicht schon einen Schritt weitergekommen. Die Beschlüsse sind das eine. Die Frage ist jetzt nur, was lässt sich davon besonders schnell jetzt auch in die Realität umsetzen? Ja, das, was sich in die Realität umsetzen lässt und was auch ganz sinnvoll ist, das ist der Teil der Beschlüsse, der darum geht, Verteilzentren zu eröffnen an den Außengrenzen, beispielsweise in Griechenland, beispielsweise in Italien und auch in Bulgarien. Das sind Zentren, wo die Flüchtlinge registriert werden sollen. Denn bis jetzt haben wir ja die Situation, dass die Schlepper im Grunde entscheiden, wohin jemand kommt und dass die Schlepper auch Flüchtlinge durch europäische Länder transportieren, ohne dass überhaupt jemals eine Grenzkontrolle stattfindet. Stattgefunden hat. Das soll in Zukunft anders werden. In Italien, in Griechenland und in Bulgarien sollen Zentren eröffnet werden, wo die Flüchtlinge registriert werden, auch ihre Fingerabdrücke und wo sie dann eigentlich auch verteilt werden sollen. Denn eins ist ganz klar, Europa will nicht mehr hinnehmen, dass da jeder selbst entscheidet, in welchem Land er anschließend ankommt. Es ist ganz klar, dass niemand das Recht hat zu entscheiden, in welchem Land er den Asylantrag stellt. Da wird künftig eine Verteilung stattfinden, damit die Lasten in der Europäischen Union gleichmäßig verteilt sind. Kleines Problem am Rande nur, über diese Quote der Verteilung hat man sich eben überhaupt noch nicht grundsätzlich geeinigt. Es war ja vorgestern nur mit Mühe und mit einer Mehrheitsentscheidung überhaupt möglich, einen Notfallplan zu eröffnen. Also da sind wir noch nicht so weit, dass man sagen kann, da ist das Problem wirklich einer Lösung näher. Sie haben das Treffen vorgestern der EU-Innenminister angesprochen. Nach dem Treffen gab es zwar eine Einigung, aber alle Staaten waren ja nicht zufrieden mit den Ergebnissen. Wie sieht es denn jetzt aus? Sind die Gipfelteilnehmer, die Staats- und Regierungschefs, mit den Ergebnissen jetzt alle zufrieden? Mit dem außenpolitischen Teil sicherlich, aber mit dem Teil, der die Politik innerhalb der Europäischen Union angeht, da gibt es immer noch Konflikte. Es ist natürlich deutlich geworden durch die Mehrheitsentscheidung, die ja zum ersten Mal getroffen worden ist und auch dadurch, dass die Europäische Kommission Vertragsverletzungsverfahren begonnen hat. Also Verfahren, wo man sagt, die europäischen Staaten, die da betroffen sind, 19 an der Zahl, auch die Bundesrepublik, die haben einfach die europäischen Gesetze nicht richtig angewendet. Man will damit zeigen, wir sorgen dafür nicht nur, dass an den Außengrenzen wieder Kontrollen entstehen, wir sorgen auch dafür, dass die bestehenden Gesetze wirklich angewendet werden. Und jeder Staat, der das nicht tut, muss mit Konsequenzen rechnen. Also die Slowakei hat ja angekündigt, sie will die Beschlüsse der Innenminister von vorgestern nicht umsetzen. Da hat der französische Präsident gestern schon gesagt, wer sowas sagt, der muss sich fragen lassen, ob er in der Europäischen Union überhaupt noch seinen Platz hat. Also da verschärft sich ein bisschen der Ton. Man will ganz klar machen, wir nehmen nicht mehr hin, dass da die bestehenden Regelungen nicht umgesetzt werden. Und wir sagen ganz klar, in Zukunft wird es auch häufiger vielleicht mal Mehrheitsentscheidungen geben. Die Staaten, die unterliegen, müssen aber, und das sind eben europäische Gesetze, wenn die Innenminister sowas beschließen, müssen diese Gesetze trotzdem umsetzen. Christoph, eine kurze Einschätzung bitte noch zur Atmosphäre. Bis heute Morgen um 1 ist da verhandelt worden. Wir haben uns nicht zerfleischt, hat ein Teilnehmer gesagt. Was können Sie uns über die Atmosphäre während der Verhandlungen sagen? Was haben Sie gehört? Also wir wissen nur das, was offiziell erklärt wird von den Staats- und Regierungschefs. Das war ja das Abendessen. Und beim Abendessen, das wissen wir,
Da sitzen die Staats- und Regierungschefs allein, so wie man allein in so einer Runde sitzt mit 24 Dolmetschern, die aber alle Beamte sind, die vereidigt sind, die kein Wort sagen, bis jetzt zumindest immer nicht. Und dann sind wir angewiesen auf das, was die Staatschefs selbst sagen. Die Bundeskanzlerin hat gesagt, es waren konstruktive Gespräche. Das kann alles Mögliche heißen. Das kann auch heißen, dass man sich die Meinung gegeigt hat. Und das wird sicherlich auch noch der Fall gewesen sein. Aber man hat eben die Konfliktthemen ein bisschen herausgehalten. Man hat sich erstmal auf das geeinigt, was sinnvoll ist, aber wo alle zustimmen können. Und das sind die außenpolitischen Elemente. Das ist eben zu verhindern, dass die Flüchtlinge sich überhaupt auf den Weg machen. Vielen Dank, Christoph Nüse nach Brüssel.